Und bei uns seht ihr echte Angler. Mit wahren Geschichten. Guten Morgen. Nach langer, langer Frostperiode ist es endlich soweit. Das Eis ist dick genug und trägt sogar Christian und mich. Das müssen wir natürlich sofort ausnutzen. Haben uns zwei Eisangelprofis ins Boot geholt. Das ist einmal der Axel und der Peter. Und die zeigen uns jetzt, wie man hier die fetten Eisbarsche rauszerrt. Auf geht's! Ganz schön anstrengend. Und welche Richtung sollen wir jetzt bohren? Hier raus weiter oder? Na, wir bohren jetzt noch ein Loch ungefähr hier, dann sind wir so bei 12 Meter. Hier haben wir so ungefähr 9, 10 schon. Und dann würde ich sagen, machen wir so einen Bogen nach innen wieder, dass wir dann nochmal zum Flachen hinkommen. Und dann verteilt sich das auch mit dem Futter. Wenn wir hier so überall so ein bisschen Futterstellen haben, dann ist das vielleicht ein bisschen angenehmer erstmal. Alles klar. Und jedes Loch wird angefüttert grundsätzlich? Ja, muss nicht, aber wir füttern fast jedes Loch an. Alles klar. Gut, dann werde ich wohl noch ein bisschen bohren dürfen. Christian muss ja die schwere Kamera halten. Hier oder was? War noch ein Stück. Hat Georg nach zwei Löchern schlapp gemacht. Hat wohl schlecht gefrühstückt heute. Aber kein Problem. Jetzt kommt hier mal richtiges Manpower. Kinderspiel. Ich weiß gar nicht, was der Georg hat. Aber vielleicht sollten wir uns echt mal einen Praktikanten suchen, der sowas macht. Wir haben jetzt ein gutes Dutzend Löcher gebohrt. Die werden nach und nach scharf gemacht. Also da wird Anlockfutter reingestreut. Und das hier ist unsere unser Joker-Loch. So, da hat hier schon der Peter eine tolle Hechtrute vorbereitet. Mit einem selber gebastelten Rutenständer, mit elektronischem Bissanzeiger. Ich bin beeindruckt und hoffe, dass der Joker nachher sticht und wir hier noch einen Meterhecht rausziehen. Ist das dann Geheimfutter oder verrätst du das? Nein, das ist einfach, um die Barsche anzulocken. Ich habe euch auch gerade Eierschalen gegeben, also Haferflocken. Macht den Barsch neugierig, lockt Weißfische an. Weißfische locken den Hecht und den Barsch an. Und dann, wie gesagt, die weißen Eierschalen auch mal ins Loch reinwerfen. Geht das auch mit braunen Eierschalen? Oder ja, weiße, die glitzern besser unter Wasser. Okay. Ich meine, ich esse auch lieber braune Eier, aber notgedrungen vom Winter muss ich weiße Eier essen, weil ich weiße Eierschalen brauche. Okay, Spezialtrick hier von Peter. Eierschalen, seht ihr das? Hat er mir hier so ein Röhrchen gegeben, ist keine Kopfschmerztablette mehr drin. Nein, Eierschalen, die wirft man ins Loch rein und dann sieht es so aus, als würden da Fischschuppen zum Boden runterrieseln. Und das macht natürlich die Räuber wahnsinnig neugierig und sie kommen vorbei und schauen, ob da noch irgendwas für sie abzugreifen ist. Hast du eine? Ja. Gut. Die erste Winterplätze. Petri! Dank, Petri, dank. Keine zwei Minuten da. Ganz vorne angebissen. Stark!
Guter. Eine Plötze. So, hier ist die Plötze, da hinten die Hechtrute und mal alles scharf gemacht. Das Angeln, wie es mir gefällt, so erst mit einem kleinen Köder einen kleinen Fisch fangen und den kleinen Fisch wieder ins Wasser schicken und dann einen großen Fisch fangen. Ich finde es ja auch bemerkenswert, dass hier die Kollegen mit Maden und Pinkies und machen und tun. Und worauf beißt die Plötze dann am Schluss? Auf den judenalten Vertikaljig. Was hast du jetzt für einen Köder drauf? Ich Drops hatte jetzt einen ganz kleinen No-Action-Köder. Wenn das nicht wird. Weil wir müssen ja nun schließlich alles ausprobieren. Wenn sie noch nicht richtig wollen. Wenn ihr euch fragt, warum der Baumann hier durch die Blüsen schleicht und Gemüse schneidet, kommt mal mit, zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt hier keine Bisse mehr gekriegt und Peter hat gesagt, Umzug angesagt, und damit sich hier in diesen Löchern keiner einen Fuß vertritt, ganz vorbildlich, markieren wir die. Schneerin, Blumerin, und dann funktioniert. Vorbildlich. Nächstes Loch. Petri! Dank! Die Plötzen haben wir gefunden, die beißen wirklich super gut und sogar hier auf die Vertikaljigs. Und ich bin jetzt heiß, weiter geht's! Wie lange dauert das hier bis zum Biss? Unten bis. Köder unten am Grund, gleich Biss. Wahnsinn. Da ist er doch. Oh, das Loch. Der ist ein bisschen gerissen und... Schwuppin! Gut. Das hat sich doch schon wieder gelohnt. Ist so jetzt... Oh, der geht sofort wieder retour. Und der geht auch wieder retour. Wir haben jetzt hier schon zusammengepackt, die Eislöcher hier schön mit Schilf markiert, gehen jetzt gleich nach Hause. Es war ein sehr erfolgreicher Eisangeltag, wie ich finde, haben sehr viele Plötzen gefangen, auch ein paar schöne Barsche. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei euch, dass ihr uns hier eure Methoden und euer Gewässer gezeigt habt. Gerne schön. Und ein paar von den Plätzen nehmen wir auch mit nach Hause, mit denen haben wir auch noch was vor, aber das seht ihr beim nächsten Mal. Bis denn dann, ciao. Tschüss. Ciao.